So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir wollen Eistee testen, aber nicht irgendeinen Eistee, sondern den von Level Up. Und wir haben alle Sorten hier, die wir jetzt einzeln testen werden und dann alle Sorten zusammen in dem auf die dicken Bierkrug. Fürs Thumbnail möchte ich das mal kurz hochhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich habe das jetzt hier auf das Tablett gestellt. So. Alle, so ungefähr. So muss das reichen. Alle Level Up Eistee-Sorten. Was ist da jetzt dabei? Wir haben 5 verschiedene Sorten, nämlich Level Up Eistee Nuke mit Lime Blue Raspberry Flavor. Dann haben wir Level Up Eistee Lemon Flavor. Da ist einfach gar nichts drin. Wir haben Level Up Shiny Dragon für die Pokémon-Spieler mit Dragon Fruit und Litchi Flavor. Wir haben Peach Flavor, also Pfirsich und Zitrone ist irgendwie überall dabei. Und wir haben Galaxy mit Pomegranat Acai Blueberry Flavor. Ich wusste gar nicht, was Level Up ist. Ich habe Level Up eigentlich immer nur bei Montana Black irgendwie gesehen, in Verbindung gebracht. Aber ich bin jetzt kein Montana Black Zuschauer. Nur in diversen Videos oder sonst was sehe ich dann immer mal ein Cappy, ein T-Shirt, irgendwas Level Up hin und her. Ich dachte, Level Up ist ein Label von Montana Black. Jetzt habt ihr mich im Stream ja aufgeklärt, dass das alles zu Trimedics gehört oder sowas. Den mag ich irgendwie gar nicht, warum auch immer. Ich bin halt so. Aber der hat wohl irgendwelche Fitnessprodukte rausgebracht und Proteinpulver für die Mucki-Pumba unter euch. Und jetzt gab es eben die ganze Zeit auch schon die Level-Up-Eistee-Sorten. Die sind alle auch mit Kaffeine, aber Zero Sugar. Sind also ganz gesund, weil die ja kein Zucker haben, aber halt dafür Koffein. Koffeinhaltiges Teegetränk und dann die ganzen Sorten dazu. Die wollen wir jetzt mal probieren. Das heißt, ich stelle die mir alle mal fix an den Rand. Wir gehen von der langweiligsten Sorte zur heftigsten Sorte durch. Wir fangen also an mit Lemon, also Zitrone. Zitrone ist das Erste. Wir schütteln kurz. Ich bin nicht der Zitronenfreund, sage ich ja immer wieder. Wenn, dann teste ich immer mal Pfirsich, aber nicht Zitrone. Wir machen ein 0,4er Stammballgläschen voll. Ich glaube, die Level-Up-Sorten kommen vom Dennis. Dennis hatte da an Weihnachten ein Paket geschickt und gesagt, weil ich die nirgendwo gefunden habe, soll ich die mal testen. Er möchte das sponsoren, also der Monolog. Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Level-Up Lemon im Stammball. Riecht erstmal ja, wie normaler Eistee. Schmeckt auch gefühlt wie normaler Eistee. Aber irgendwie ist das so eine dumpfe Note im Abgang. Das wird wohl daran liegen, weil natürlich der Zero Zucker ist, ohne Zucker. Normal habt ihr so einen süßlichen Abgang und das ist nach hinten raus immer irgendwie erfrischend und lecker und genial. Und bei Zero-Getränken habe ich immer das Problem, dass die so pappig schmecken. Pappig und künstlich und wirken irgendwie noch süßer, weil das nicht dieses schöne Süß ist, sondern dieses künstliche Chemie-Süß, was da durchkommt. Deswegen kann ich diesen, weiß ich nicht, Eistee Game Changer. Deswegen kann ich diesen Zero-Sachen meistens gar nichts abgewinnen. Am besten trinkt einfach Wasser, dann müsst ihr euch nicht mit Zero und sonst was rumschlagen. Im ersten Moment würde ich sagen, ich habe schon besseren Lemon-Eistee getrunken. Überzeugt mich jetzt nicht so. Ist halt Name, eine Marke, die verkauft wird. Aber mein Geschmack trifft es erstmal gar nicht. Wir probieren das Ganze jetzt mal in Pfirsich, also Peach. Einfach nur normaler Peach-Geschmack. Ich weiß nicht, wie sehr sich das Koffein auf den Geschmack auswirkt, ob man das schmeckt mit oder ohne Koffein, ob da was ist oder ob das halt geschmacksneutral ist und wirklich nur ein Stoff, aber ohne Geschmack. Wir haben den jetzt hier wieder eingefüllt, probieren mal Peach. Und obwohl mir Peach normalerweise besser schmeckt, muss ich hier sagen, fand ich den Lemon besser als den Peach, weil der Peach noch künstlicher schmeckt. Auch wieder dieser Zero-Geschmack.
dieser fehlende Zucker, was dann mit Süßstoff, Süßungsmitteln oder ich weiß nicht, mit was das gesüßt ist, macht, ja, mit Süßungsmitteln. Zucker ist ungesund, okay, aber Süßungsmittel können, sind doch bestimmt auch nicht gesund und schmecken einfach gar nicht. Ich kann nicht, boah, dem kann ich gar nichts abgewinnen, leider. Also Lemon, Peach werden für mich beide durchgefallen. Lime, Blue Raspberry, Pomegranate, Blueberry, Acai, Dragonfruit, Litchi. Wir machen mal als nächstes den Nuke. Den grünen Nuke mit Lime, Blue Raspberry. Lime ist ja dann trotzdem so ähnlich wie Limone, nur halt Limette. Deswegen auch hier so grün. Und Raspberry. Raspberry war die Himbeere, weil Strawberry war ja die Erdbeere. Da hätte ich jetzt so eine rötliche oder rosane Färbung erwartet. Er sieht aber genauso aus wie Pfirsich und wie Zitrone. Stellen wir mal hier hin. Riech ich mal kurz. Hat eine zarte Himbeernote, riecht aber wie diese Himbeerbrause. Tabletten, Traubenzucker, Himbeerzeugs aus der Apotheke. Oh. Vielleicht sollte man da einfach Zucker dran machen, weil das dann irgendwie besser schmeckt. Schmeckt wirklich wie diese Brause, ach, diese Traubenzucker-Dinger, die man immer in der Apotheke bekommen hat, zum Lutschen in so einer Rolle, diese Pastillen. Früher als kleines Kind, wenn meine Mutter da einmal irgendwo war, habe ich gesagt, was ist denn das? Können wir das mal mitnehmen? Irgendwie schmeckt das genauso. Ich selber habe mir das auch schon Ewigkeiten nicht geholt. Nein, brauche ich nicht. Hin und her ist irgendwie trotzdem total künstlich. Du schmeckst Himbeere, okay. Aber Himbeere wieder in dieser dumpfen, stumpfen, muffigen, künstlichen Variante. Für mich leider also auch nichts. Galaxy. Pomegranate, Acai, Blueberry. Acai? Weiß ich nicht. Blueberry, okay. Der Blueberry-Bär. Leider sieht es farblich halt genauso aus wie alles andere. Boah, deswegen jetzt mal einmal Galaxy. Haben wir es überhaupt gezeigt? Nochmal Galaxy. Müssen wir nochmal zeigen. Stellen wir nochmal hier hin. Trinken wir nochmal hier den Galaxy. Ist bis jetzt, glaube ich, die beste Sorte. Wow, Level Up. Pomegranate, Acai, Blueberry Flavor. Das Einzige bis jetzt, was nicht irgendwie so richtig runtergeht hinten vom Geschmack und künstlich schmeckt, was ein bisschen trotzdem fruchtig bleibt und einen normalen Abklang hat. Nicht hier, nicht hier, es bleibt einfach hier. Bis jetzt Galaxy, mein Favorit. Aber wir haben natürlich noch Shiny Dragon mit Dragon Fruit und Litchi. Den schmeißen wir auch rein. Von zu viel Zerro-Getränken kriege ich immer komplett Bauchschmerzen. Ich merke auch jetzt, wie sich alles zusammenzieht. Das wird gleich richtig eklig, wenn du alle zusammen trinkst. Level Up, Shiny Dragon, Drachenfrucht, Litchi. Riecht stark. Ist ganz in Ordnung. Entweder habe ich mich jetzt an den Zero-Geschmack gewöhnt oder die zwei schmecken für mich einfach deutlich besser. Shiny Dragon und Galaxy kann man trinken, wenn man ich ist. Den Rest, nee, aber ich glaube auch Galaxy und Shiny Dragon würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also, ich weiß nicht, wieso das so gehypt ist, wieso da immer alle durchdrehen. Ich würde die Finger davon lassen, aber ich mache mir jetzt noch einen Cocktail. Den letzten Cocktail dieser Art mit eben Lemon und Peach zusammen. Mit Galaxy und Shiny Dragon zusammen. Und am Ende noch ein Nuke rein. Jetzt muss ich mal gucken, dass das ungefähr dass es die gleiche Menge ist. So, der Nuke noch zum Abschluss. Jetzt ist das Glas voll, auf die Dicken. Das Glas ist voll. Wir stellen mal alles hier rüber. Einmal Level Up, Eistee, Sorten, alle Sorten zusammen.
ich würde es nicht nochmal kaufen. Mir hat es leider nicht geschmeckt. Auch das, was dann besser war als die anderen, ist trotzdem was, was ich nicht so trinken würde. Wahrscheinlich durch das Zero. Dadurch ist es vielleicht aber gesünder und sollte man mehr trinken als normalen Eistee. Aber ehrlich gesagt, dann trinke ich lieber Wasser. Leitungswasser, Mineralwasser, Klowasser, weiß ich nicht. Wie ist eure Erfahrung? Wie schmeckt euch das? Habt ihr den Level Up Ice Tea schon probiert? Schreibt es mal unten rein. Ich sehe jetzt schon wieder böse Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Adi, nicht umwerfen. Enough talk.